hallo meine Zuschauer, alle lieben Zuschauer in Stendal oder anderswo, der diesen offenen Kanal erreicht. Ich sitze hier im offenen Kanal Stendal, im Stendaler Fernsehen und bin Produzent einer neuen Podiumsdiskussionssendung, einer Talkrundensendung. Ich weiß es noch nicht, wie man es bezeichnen soll. Es ist ein neues Format, das eigentlich die Gesprächsräume öffnen soll und wo Menschen miteinander reden, wo Menschen ihre Probleme darstellen können und Lösungen gemeinsam finden können. Dazu habe ich in der ersten Runde unsere, weil ich selbst auch politisch aktiv bin, der eine oder andere weiß es wohl, und daraufhin habe ich mir gedacht, dass man endlich ja auch dieses Gespräch suchen muss, wenn man gerade politisch aktiv sein will oder so, dann muss man dann auch die Belange der Bürger in Betracht ziehen und dann sachbezogen andere Leute finden und mit den Menschen reden, die eben andere Meinungen, andere Standpunkte und andere Ansichten haben für die Zukunft oder Lösungsansätze für die Zukunft. Es gibt ja Lösungen in diese Richtung oder die andere Richtung. Es gibt viele Probleme, die uns alle gleichzeitig betreffen und alle gleichwohl beeinflussen in unserem Leben. Und da sitzen wir alle in einem Boot und da müssen wir miteinander reden, um gemeinsam unsere Zukunft halt zu gestalten. Zu dieser ersten Runde, politische Lage in Deutschland, hatte ich jetzt die Landtagskandidaten bzw. die Vertreter der Parteien eingeladen zu dieser offenen Gesprächsrunde, hatte dazu eingeladen, erstens die CDU und die Grünen, von denen habe ich keine Antwort bekommen, die hatten sich denn gar nicht gemeldet. Die Linke war auch dabei, die ich angeschrieben habe, die hat es aber dann auch gleich abgelehnt, wollte da nicht teilnehmen, kann ich alles verstehen. Die SPD war unentschlossen und letztendlich und bedauerlicherweise hat die FDP kurzfristig dann die Zusage dann wieder zurückgenommen. Und die Basis? Die AfD und die Freien Wähler, da muss ich mich bedanken, die wären heute hier. Aber ich habe gesagt, komm, wir bleiben zu Hause, wir machen das in der nächsten Sendung nochmal. Oder wir werden das Format weiterführen. Es wird weitergehen. Und um heute jetzt nicht ganz leer auszugehen und wir diese Sendung nicht ohne was zu machen, ich habe eine Umfrage gemacht am letzten Sonntag, am ersten schönen Sommertag in Tangermünde an der Promenade, und da habe die Menschen einmal gefragt, was sie eigentlich bewegt. Und das möchte ich jetzt wenigstens noch zeigen können und dass die Menschen wenigstens zu Wort kommen, wenn auch viele eben nicht über die Probleme der Menschen reden möchten. Somit viel Vergnügen erst einmal für diese kleine Matz, die ich dafür vorbereitet hatte und die eigentlich Gesprächsgrundlage sein sollte für die Runde hier auf Augenhöhe mit Achtsamkeit. Gut, Matz ab. Was bewegt euch zurzeit am meisten? Das ist eigentlich die Frage, die wir hier stellen wollen. Okay, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Fällt dir irgendwas ein? Natürlich die ganze Covid-19-Situation. Ja. Das mit einem auf jeden Fall. Das ist die größte Sache. Ja. Wie geht ihr damit um? Na, wir halten uns halt an die Regeln. Ja. Das heißt, wir versuchen es. Ja. Ja. Wir versuchen es. Naja, schon scheiße, weil man nicht viel machen kann und man ist eingeschränkt. Weil man zur Corona-Zeit hat ja alles zu. Man ist meist halt nur zu Hause oder zur Arbeit. Also man kann eigentlich gar nichts machen. Also schon scheiße. Scheiße fühlt. Also es ist wirklich so, klar, es gibt richtige Momente, es gibt aber auch wieder Momente, wo du dir denkst, sind sie denn alle völlig bekloppt da oben? Ja, und das ist so das, was ich mir denke dabei. Und was ich von den Maßnahmen halte, das ist sowieso das mit der Ausgangssperre zum Beispiel. Das ist der größte Schwachsinn. Wenn wir unten am Hafen gucken, da sind gerade locker 500 Leute, die da eng an eng stehen, ja. So, jetzt breitet sich das nicht aus, aber von 21 bis 5 Uhr, naja, ich weiß da nicht, also ja. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist warm. Ja, und die Frage ist ja, was bewegt Sie in der heutigen Zeit am meisten jetzt? Was bewegt Sie in der heutigen Zeit? Schwierige Frage zu machen. Oh ja, nur Pandemie bewegt einen. Man kann ja jetzt hier draußen mal ohne Masken rumlaufen, aber
Also mit dem Zug, also da hat man noch die ganze Zeit dann Maske auf und ich fahre gerne Zug, aber ist dann ein bisschen unangenehmer so, ne, auf dem Wege. Aber gut, der Vorteil ist, die Züge sind dann auch nicht so voll im Moment, aber ja. Wo kommt ihr her? Aus Berlin. Und wie geht ihr mit den Maßnahmen um? Ja, ach, ich bin da ganz relaxed, aber ich meine, ich bin jetzt einmal geimpft, also insofern geht's schon. Sie ist auch einmal geimpft, also es geht voran. Und was mich aber bewegt, dass ich nirgendwo rein kann. Ja, dass ich immer die Maske aufsetzen kann. Ich bin priorisiert, also ich habe die zweite Impfung schon hinter mir und trotzdem muss man halt mit Maske überall hingehen. Und bewegen tut mich eigentlich, wenn ich die anderen so, was die, wie die drunter leiden. Ne? Aber ansonsten, ja, ich bin jetzt einfach sicherer, weil ich eben zum zweiten Mal schon geimpft bin. Mich bewegt eigentlich mehr so, dass, sagen wir, die Zeiten erhalten bleiben, also unser Wohlstand zum Beispiel, ne? Weil das wird ziemlich kritisch oder manchmal sieht es aus, als ob es kritisch wird. Und das ist das, was mich bewegt, dass es also möglichst gesichert ist. Die Krankheit mag es jedem oder den Virus, aber die Maßnahmen sind voll an den Haaren herbeigezogen. Also ich kann ja nicht verstehen, ob man Ausgangssperre bekommt, nachts ist kaum einer unterwegs. Und ich sag mal, jetzt ist das beste Beispiel, ja, am Tag übertummeln sie sich hier alle und nachts auf immer sind sie alle getrennte Wege gehen. Also für mich ist das alles so ein bisschen unüberlegt. Ja, das reicht ja schon. Ja? Ja, und wie denkst du über die Zukunft, wie soll das weitergehen? Ja, am besten mit einer anderen Regierung. Was bewegt Sie zurzeit am meisten? Das ist unsere Frage. Wann wir wirklich geimpft werden? Wann? In der Zeitung, in den Medien hört man ja bloß immer davon, dass es alles losgeht und die Prioritäten sind hinten angestellt. Aber wenn man sich wirklich um Termin bemüht, dann sieht es traurig aus. Dann sagen sie, kommen Sie mal in 14 Tagen, 4 Wochen. Und wenn man den anruft, sagen sie wieder in 14 Tagen. Ja. Das war eigentlich das, was uns bewegt. Was bewegt euch denn hier zurzeit am meisten? Naja, ich glaube, die Diskussion um die Impfung. Ja. Wie schnell die vorangehen, wie schnell es wieder aufgeht. Gerade in der Schule kriegt man es ja sehr schnell mit, ob du hin darfst oder nicht. Ja. Habt ihr Maskenpflicht in der Schule? Ja. Ja, tatsächlich. Und geht das gut mit dem Unterricht, wenn man mit Maske? Mit Maske an sich stört nicht, aber dieses Abwechselnde, also man merkt den Unterschied schon, ja, zu vorher. Und ein Kollege? Ja, also die Masken stören nicht, aber den Verlust an den Stunden, die man hat durch den abwechselnden Unterricht, merkt man schon zu spüren bei den Prüfungen. Das ist ein großes Problem, oder? Ja, das ist. Wie viele Stunden habt ihr da schon verloren? Oder beziehungsweise wie viel hat es ja schon? Naja, wir verlieren jede zweite Woche die komplette Woche. Also 30 Stunden die Woche. Was hat das Auswirkungen auf eure Zukunft? Naja, wird natürlich wichtig sein, ob sie die Prüfungen später anpassen im Abitur, ob die jetzt genauso schwer sind wie in den letzten Jahren und ob sich das vielleicht auch später auf unser Arbeitsleben auswirkt, vielleicht weil wir die Corona-Kinder sind und weil wir halt nicht so viel gemacht haben wie die anderen. Das ist schon eine Befürchtung, ja? Ja, das ist halt schon das Ding, ne? Ja, die aktuelle Corona, was meinst du? Ja, was bewegt dich persönlich zurzeit am meisten? Dass man nichts machen kann. Man ist für sich so, das ist doof. Man kann sich weder in eine Kneipe hinsetzen und das drauf zukommen lassen, noch sich irgendwo draußen hinsetzen und das drauf zukommen lassen. Ja. Was hältst du von den Maßnahmen oder wie gehst du damit um? Na, ich kann das bedingt verstehen. So, dass man jetzt die Alten vielleicht nicht unbedingt besuchen müsste oder einer, der jetzt lungenkrank ist, dass man den jetzt nicht umarmen muss und abstabern muss. Das sehe ich auch alles ein, aber das sollte jeder immer noch selber frei entscheiden können, bis zu einem gewissen Punkt, ohne irgendwie groß an irgendwelchen Maßnahmen gebunden zu sein. So was eigentlich bestraft irgendwie oder einen fesselt, so nach dem Motto. Sanktionen. Na, Familie ist alles gut, aber ich sag mal, so wie das allen gerade geht, ja, dass man die Freunde nicht mehr so sieht und sich in Gesellschaft nicht mehr so treffen kann. Ja. Freiheiten eingeschränkt sind. Na. Alles verbieten sie ihnen. Ja, aber man sieht es ja auch, einmal möchte ja auch der Pandemie entgegentreten, ja. Oder entgegenkämpfen, sage ich mal. Ne? Das ist ja beruflich auch noch keine Einschränkung, ne? Nee, da muss ich sagen, das ging ganz normal weiter, ja. Ohne Einschränkung, ganz normal. Das ist immer so das Paradoxe schon die ganze Zeit, ja. Auf Arbeit, da ist alles relativ normal, sag ich mal, ja, und im Privatleben, da wird das so doll eingeschränkt, ja. Ja, was bewegt euch zurzeit am meisten in der Corona-Zeit?
Ja, diese ganze Weltwirtschaftskrise namens Corona. Weil was anderes ist, das nicht in meinen Augen. Wie denkst du, du denkst du darüber? Wie kommst du darauf? Ja, wenn man sieht, dass vorher Grippetote und alles so was gehabt, die gibt es ja nicht mehr. Komischerweise. Gibt ja bloß noch Corona. Und vorher waren ja auch etliche Tausende an Grippe gestorben und alles. Da kräht kein Hahn mehr nach. Ganz einfach. Wie geht ihr mit den Maßnahmen um? Was legt ihr da immer? Ausgangssperre etc.? Wir haben Hunde, da können wir länger. Das ist offener Strafvollzug. Was anderes ist das nicht. Arbeiten in ihnen darf ich, da darf ich mich mit Tausenden von Leuten treffen, in einer Halle zusammenarbeiten, gemeinsam essen und privat bloß mit einer Person oder so. Nee. Also offener Strafvollzug. Dankeschön. Was bewegt euch am meisten jetzt gerade zur Zeit? Die Tankrechnung. Alles und alles, was da noch kommt. Nein, ernsthaft. Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat. Die Zeiten sind hart für alle. Und ob das alles so gerechtfertigt ist, was man macht und wie man es macht, das ist in Frage gestellt. Also von uns auf jeden Fall und von mir auch. Und vor allen Dingen, wie das weitergehen soll. Ja, wir haben ja auch noch Kinder und Enkel. Und die Frage ist wirklich, wenn das so weitergeht, dann geht das alles im Bach runter. Das ist einfach die Einstellung, da bin ich nicht allein. Und davor haben auch, sicherlich hat die jüngere Generation auch Bammel vor und sagt, tja, was soll da passieren? Und jetzt wählt man Grün. Und ob das die Alternative ist und das Richtige ist, das wage ich zu bezweifeln. Nicht, weil ich älter bin, aber weil ich so einen Menschenverstand habe. Und das ist die große Frage, die uns alle jetzt beschäftigt. Ja, nicht das Wetter, das Wetter ist jetzt schön. Unsere Motorräder machen Spaß. Der Sprit wird irgendwann 5 Euro kosten. Und da muss man sich die Frage stellen, wie gesagt, ob das, was man jetzt wählt, auch das Richtige ist für die Zukunft, für uns alle. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Was bewegt dich zurzeit am meisten? Erstmal die Lage, dass dem Menschen oder dem deutschen Volk die Freiheit genommen wird. Durch diverse, gehen wir noch ein kleines Stück zurück, das macht mir ein bisschen Angst hier. Geh mal ein Stück zurück. Durch die Pandemie halt, ja, und durch, dass die Grundgesetze einfach mal so geändert werden, obwohl sie seit der Bundesrepublik Deutschland bestehen und einfach mal so über Nacht geändert werden. Das finde ich schon ein bisschen, dass man sich leider die Freiheit erimpfen muss. Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Warum? Was hast du dafür gesagt? Durch diese Corona-Krise, wie es weitergeht mit der Wirtschaft und ja, das bewegt mich jetzt persönlich. Also das regt mich zum Nachdenken an. Ja. Und was denkst du, wie das anders sein sollte? Was sollte man anders machen? Ja, diese Corona-Regeln ändern. Ich habe die Corona-Maßnahmen oder Regelungen schon größtenteils ausgeblendet. Immer wieder kommen neue Informationen und immer wieder ist was Neues und was anderes. Und man möchte das Teil schon gar nicht mehr hören und versucht ein Stück weit Normalität in die Sache reinzubringen. Und ja, kann einfach nur hoffen oder hofft, dass es dann irgendwann vorbei ist, schnellstmöglich. Also damit das normale Leben wieder weitergeht. Ja, jetzt habt ihr die Bürgermeinung gesehen. Schöne Meinung, wie ich finde. Ich denke, dass ich dieses Sendeformat weiterführe, nächstes Mal wieder mit der Kamera unterwegs werde. Aber dieses Mal werde ich die Menschen nicht fragen, wie es ihnen geht oder was sie bewegt, sondern ich möchte gerne dann für die nächste Sendung die Menschen fragen, über was sollen wir reden? Fragt in die Runde, was sind eure Beweggründe? Und da werde ich demnächst wieder mit meiner Kamera unterwegs sein und euch fragen. Und ich hoffe, dann sehen wir uns hier wieder. Und dann wahrscheinlich mit einer anständigen Runde und im Gespräch. Ich hoffe. Tschüss.